Okay, wir machen uns gleich nochmal irgendwie 2 Liter Wasser. Können ja eh noch nicht großartig raus. Wir können vielleicht nochmal ein paar Sachen Too reparieren heavy. gleich. Ja. Stoff. Warum haben wir eigentlich keinen Stoff da? Hier noch Klamotten? Ne. Wir hatten ein bisschen Stoff zum Reparieren. Okay. Dann machen wir uns erstmal ein Feuerchen. Und tatsächlich immer, wenn man davon spricht. Wo ist der Ofen? Hallo. Da. Alter. Immer wenn man davon spricht, Brandbeschleuniger macht's einfacher. So. Doch die NASA hat sich in die Hand gesäbelt. Oh, shit. Was macht ihr für Sachen? Lieder. Oh Mann. This pack is getting kind of heavy. So, das, die 2 Liter kriegen wir, glaube ich, so nicht fertig. Ah, diese. Bitte. Da müssen wir noch mal kurz ein bisschen Holz nachlegen. Wasserkochen 2 und dann können wir uns vielleicht auch noch mal gleich ein Teechen wieder machen. Natürlich viel zu viel, super. Und eine Kräutertee. Ich hoffe, die spawnen nicht zu schnell. Weil wenn wir jetzt angeln gehen, wäre es eigentlich relativ egal. Dann müssen wir die Wölfe nicht unbedingt. Ja, doch, wir werden sie töten. Werden sie töten. Dauert zu lange. Wir essen mal die Riegel hier. So, das Angelzeug noch mitnehmen. Ein Wetzstein liegt da noch. Angelzeug. So, damit kommen wir ja erstmal ein paar Meter. Mit einer Angel. Gehe ich mal von aus. Da sollten wir ein paar Mal angeln können. Na, ihr Sleeping! Moin! Hier draußen werden wir wohl keine Lampe mehr brauchen. So. Wenn es geht. Drei Schüsse. Noch 2 und ich glaube 5 in. Das wäre nicht viel. Wenn wir jetzt hier 3 Wölfe töten müssten, haben wir für den Bären aber auch nicht mehr so viel Munition, ne? Aber ich glaube, das ist die. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, wird das mit dem Bären die Endstory werden. Wo sind denn die Wölfe manchmal da und manchmal nicht? Verstehe es nicht. Sleeping, wie geht's? Alles gut bei dir? Reparieren hätten wir noch können, die Klamotten. Aber so schlimm ist es jetzt. Ja, Sigi und selbst. Sehr gut. Wenn alles klappt, kommt ungefähr ist ungefähr in 1,5 Stunden der KW-Server, der GTA-Server online. Gucken wir mal. Ich zumindest mal versuchen reinzuschnubbern. Ist egal, wo wir angeln? Ich glaube ja. Gehen wir mal ein bisschen dichter zu den Häusern. Weil wir da eh hin müssen für die Quest. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Gewehrmunition. Wir gehen erstmal dahin, zu den Häusern hinten. Ist noch früh am Tag.
Felden sind Hirsche. Auch schon wieder gut. Wenn ein neues Michael Jackson Album kommt, da geht's mir doch immer gut. Ja, das stimmt. Ist da ein Wolf? Geradezu? Nee. So, irgendeinen Schlüssel hatten wir ja. Und ich hoffe da, wo wir den Schlüssel für brauchen, ist auch Gewehrmunition. Da ist ein Wolf, ey. Jetzt Radder. Hat sich versteckt da hinterm Berg. Oh, da liegt eine Leiche. Ich nehme erstmal die hier. Shit. Looks like someone found trouble. Ja, wir nehmen erstmal die Krähenfedern. Too heavy. Ja. Am See. Wir können auch noch ins Haus fix flüchten. Wenn hier ein Wolf wäre, kommen wir nicht rein, das ist verbrannt. Da hatten wir den Schlüssel für, sehr gut. Ich mach mal sicherheitshalber Licht an. Weil wenn hier ein Schlüssel zu war, dann könnte es sein, dass hier nochmal Blut ist, den wir sehr gut gebrauchen könnten. Ja? Ich würde hier ungern was übersehen. Das wird kommen in handy. So weit sind wir von zu Hause nicht weg, das kriegst du schon hin. Nicht mehr. Ballsocken. Das war alles? Das kann ich mir nicht vorstellen. Mach nochmal Licht an. Irgendwas übersehen? Die nehmen nicht mit. Das ist nur Stoff. Also dafür, dass man hier einen Schlüssel brauchte, ist sehr unspektakulär. So, Lampe lassen wir direkt an. Wir hier gleich auch noch reingehen. Oh. War das eben schon? Gibt's ein Event? Leave me alone? Okay, I'm a friend. Are you a part of the Forest Walkers? I am, but I'm not letting you in the guild, my friend. I'm hurt and scared. Here I can help. Can you get my supplies? We are staying at the logging camp. I lost most of the supplies that will be finished. Da stört jetzt gerade ein Pop-up von Steam. Eck! Weiter. Okay, anything else? Warum nicht auf Deutsch, Mann? Also ich hab's jetzt alles verstanden hier. Ich muss zu so einem Lager und deren Sachen holen. Discovered, uncovered, important documents in the dam might have some relief that we haven't seen. We hit them, maybe you can get them. Irgendwelche Dokumente, die wir suchen sollen beim Damm. Glaube ich. They're hidden under a loose tunnel at the bottom of the stairwell in the dam. Maybe with your help I can complete my mission here after all. See what I can do. Here's the key for the trailer. I slide it under the door. Alles klar. Danke. Sehr nett. Okay, machen wir die Lampe kurz aus, weil wir gehen da nicht rein. Habe ich so das Gefühl. Gucken wir mal kurz auf die Map.
Also ich. Das Angeln, genau. Und dann müssen wir zum Damm, ne? Schüsse und. Ach so, da hinten ist auch. Mal kurz. Ach, den See. Ich dachte an dem See. Ah nee. Ja, genau. Okay. Schüsse am See, genau. Und jetzt geht die Quest da hinten weiter. Alles klar. Und hier müssen wir diese Dokumente finden. Hauptstory. Nee. Nebenstory? Ja. Geh zum Damm und hole die Dokumente, die unter einer losen Kachel unten an der Treppe zum Verwaltungsbüro versteckt sind. Hole die Vorratstasche aus dem Wohnwagen im Holzfällerlager. Ja. Werden wir wohl. Okay, nice to know. Alter Schwede. Das steckt ganz schön viel Story. Schon drin. Ich dachte, die Story wäre tatsächlich deutlich kürzer. Das sind schon ein paar Stunden, die wir hier in dem Story-Modus verbracht haben. Ich meine, dafür, dass ich gedacht habe, es gibt nur ein Kapitel, also quasi da, wo die Oma war. Und dann schrieb mich nämlich irgendjemand auf Steam an und sagte, hier, spiel mal weiter und so. Ich fand das ein bisschen gruselig. Ich kann mir auch jetzt mittlerweile vorstellen, an welchen Stellen das ein bisschen gruselig war. Und war dann nur überrascht, dass es einen weiteren Kapitel gibt, weiteres Kapitel gibt. Sprechen ist heute wieder schwieriger. Oh Mann, Mann. So, keine Wölfe, das ist schon mal gut. Da treibt sich nur ein Wolf rum. Den werden wir uns aber wahrscheinlich auch nochmal schnappen. Alter Schwede, mit diesen ganzen Nebenquests, also das ist ein ordentlich was zu tun. Und wir wollen es ja auch genießen, ne? Einfache Notiz. Okay, das brauchen wir nur einpacken. Das brauche ich, glaube ich, nicht lesen. Bla 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 und so weiter. Und dann ist es automatisch aktualisiert. Das werden wir uns holen. Das haben wir ja mittlerweile auch verstanden, dass es so vom Prinzip her ist. Aber wir bräuchten jetzt eigentlich hier nur gerade durchgehen, dann hätten wir hier nochmal einen Vorratssteck. Da hinten nochmal welche. Ja, Schwede, ey. Jeden Fall einiges. So, dann werden wir gleich nochmal angeln gehen. Tomatensuppe, sehr gut. Das brauchen wir nämlich langsam jetzt mal. Zu Hause haben wir noch genug Holz zum Glück, beziehungsweise generell Sachen auch, die wir auseinandernehmen können. Also Brennholz ist noch alles okay. Aber es neigt sich ja trotzdem mal dem Ende. Ne? Auch so diese ganzen Dosen, was immer sehr einfach war, mitzunehmen. Haben wir jetzt schon mal gut aufgebraucht. Die ganzen Bücher lassen wir erstmal nochmal da. Weiter geht's. Das ärgert mich jetzt gerade. Weil ich glaube, dass ich es vielleicht irgendwo übersehen habe. Ich meine nicht, dass diese Aktivistin diesen Schlüssel hat und mir den gibt. Die wird sich nur in diesem einen Haus verschanzt haben. So. Mit Glück ist es in einer dieser Fischerhütten noch. Achso, Lampe wir vielleicht mal ausmachen. Ach. In den beiden Fischerhütten da hinten waren wir. Da brauchen wir nicht nochmal hin. Ist hier Wolf ist da hinten. Das wird doof mit dem Angeln. Vielleicht gehen wir da hinten ins. Guck mal, da ist auch noch ein Haus. Wir machen erstmal hier einen Look around. Bevor wir irgendwo anfangen zu angeln. Aikin! Bonjour, Meister. Moin! Na? Guck mal, hier kann man die Tür zumachen. Das ist ja praktisch für den Wolf. Da kommt er ja nicht rein. Sehr gut. Aikin, wir wären schon einmal fast gestorben hier. So Long Dark spielst du da, glaube ich, auch, ne? Beziehungsweise ich sehe es aber eigentlich gar nicht, dass du es online spielst. Willst du es auch? Okay.
Meine ja. Oh, ist hier dünnes Eis? Also eigentlich müssen hier die Schlüssel irgendwo noch versteckt sein. Duist haben wir auf jeden Fall. Wasser haben wir genug. So, und 5 Kilo Fleisch, Fisch. Ich glaube, da müssen wir häufiger mal so ein dieses eingefrorene Zeug da aufnehmen. Noch ein Schlüssel. Die Hütte 1. Das 2. Okay, so einfach wird es einem nicht gemacht. Man muss schon offensichtlich noch ein bisschen rumreisen. Ich bezweifle, dass ich jetzt einfach nur da reingehen brauche und da direkt beide Schlüssel sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie in den Vorratskästen, die versteckt sind, sind. Also die Schlüssel versteckt sind. Ich hoffe nicht, dass ich die irgendwo übersehen habe. Das wäre richtig ätzend. Holz. Auf. Die Regel geht immer. Hundefutter. Also, so weit sind wir noch nicht, dass wir Hundefutter essen müssen. So, die nehmen wir mal beide mit, weil wir jetzt angeln gehen werden. Und ich werde mir nebenbei mal das Feuerchen anmachen. Ich meine, es ist zwar nicht so kalt, aber ich glaube, schaden kann das trotzdem nicht. Wir werden ja auch ein bisschen von dem Fisch, den wir fangen, auch ein bisschen selbst verarbeiten und garen und kriegen ja dann auch automatisch noch wieder ein bisschen Öl raus. Lauf mal. Ist schwierig, Satan. Offen fällt ihn nicht so leicht. Okay, so, und da hinten haben wir zwar keine Tür drin, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, der Wolf haut immer so ab, als hätte er Angst vor mir. Wahrscheinlich sind gleich alle drei hier vor der Tür. Vor der Fischerhütte gleich. Das wäre doof. Gute Zeit. Oder war hier auch eine Tür drin? Ich glaube nicht, ne? Nope. Aber wir werden uns mal ein Feuerchen machen. Natürlich wieder mit Brandbeschleuniger. Sonst. Wir werden ja eh da hinten auch noch bleiben. Mach das mal 2 Stunden. Vielleicht ist das Eisloch da nicht. Glaube ich. Habe ich den zweiten Wettstein? Ja, wir haben 2. Dann mache ich das damit mal. Kann man das abschätzen, wie lange das dauert? Nee, ne? Sieht jetzt auf jeden Fall nicht so mega lange aus. Okay, Eisloch frei. Ich trinke nochmal schnell was. Das war jetzt so unglücklich, aber egal. So, angel mal. 5. Und 4,37 Kilo Fisch. Krass. Wir sind ja schon fertig mit der Quest gleich. Oh, was ist denn nun? Warum hat er einfach abgebrochen? Ah, no, ist kaputt, ne? Hä? Müsste es nicht hier sein? Hier ist es auf jeden Fall nicht. Hä? Dann ist es einfach weg, wenn es kaputt ist? Stand das irgendwo? Wenn ja, dann habe ich es überlesen. Wir können uns noch eine Angel machen, das weiß ich. Ich werde mal gleich die das ganze, die ganzen Gedärme und Lederzeug mal rauslegen.
Damit die mal trocknen können, habe ich gerade gesehen. Aber geil, dass wir schon so einen krassen Fisch haben. Oh, wir können nicht laufen. Ja. Er ist ein bisschen fertig. Vom Gewicht. Den Fisch werden wir mal vor die Haustür legen, weil ich glaube, einen verwesten Fisch würde er auch nicht nehmen. Kommen wir da heute noch hin? Ich glaube, es wird zu eng. Weil wir können ja da nicht schlafen. Ich gehe auch davon aus, dass wir da selbst einen Schlafsack auch nicht ablegen können bei ihm. Tipp ich mal. Aber bis morgen hält der Fisch ja auf jeden Fall. Hier draußen im Schnee ablegen. Verwesen wird er bis dahin noch nicht. Ach, der Chat. Der Chat chillt so bei diesem Spiel. Seid ihr noch da? Bin ja auch mal wieder raus. Viel Spaß noch und bis bald wieder, Scarafas. Hau rein. Timing. So, hier vorne legen wir dann den Fisch hin. Bei den können wir auch hier hinlegen. Ich bin da. Ayuta. So. Ishi. Ablegen. Alter Schwede. Oh. Okay. Schade, dass es mit dem. Also, wahrscheinlich stand das irgendwo. Ich habe es nicht gesehen so schnell. One Finger Lost. Ja, das war keine Kontrolle. Ich war nur so. Man fühlt sich so alleine, wenn gar keiner was schreibt. Aber ist schon ein Lurker-Spiel, ist so. Bei XCOM habe ich das auch gesehen, das ist auch so krass. Bin auch noch da. Ich kann auch nicht aufhören, mich zu spoilern. Ja. Fragte ich und. Achso. Und wusste nicht mehr, was ich wollte, ne? Und zwar hier. Wir müssten für eine Angel eigentlich noch alles haben. Warte mal, wenn wir jetzt Metallschrott und dafür fehlt mir ein getrockneter Darm, natürlich. Das ist aber nicht so schlimm eigentlich sogar, muss ich gerade gestehen. Weil von den Schnüren haben wir genug. Metallschrott haben wir auch gut. Das ist sehr gut. Also eigentlich können wir noch ein paar Angeln bauen. Nichtsdestotrotz mich gerade nochmal erinnert. Den ablegen. Dann frisch ablegen. Trockene können wir behalten. Können wir da gleich wieder reinlegen. Ich glaube, ich habe doch hier sogar auch noch Metallschrott drin, ne? Ja, guck mal. Perfekt. Ugütschen 2003. Vielen Dank für dein Follow. Wie schwer ist der denn geschrieben? So, eine Angel machen wir hier. Herstellen. August. Ich glaube, das ist kein wirklicher Follow. Du kriegst nochmal eine ordentliche Begrüßung, wenn du was schreibst. Ich glaube aber nicht daran, dass es ein Follower, also dass es ein wirklicher Follower ist.